Das nächste große Segelabenteuer steht vor uns. 1200 Seemeilen nonstop segeln über den Indischen Ozean bis nach Socotra. Wir sind hier gerade auf den Malediven, haben alles vorbereitet, haben alle Wassertanks aufgefüllt, alle Sprittanks aufgefüllt. Wir haben genug Essen an Bord für diese lange Etappe. Und auch alle Sicherheitsvorkehrungen haben wir getroffen, um durch dieses High-Risk-Gebiet zu segeln. Man kennt es vielleicht rund ums Horn von Afrika, Somalia, ein sehr gefährliches Piratengebiet. Und ja, da müssen wir jetzt durch. Wir sind uns zwar irgendwie sicher, dass da nichts passieren wird, auch weil wir mit vielen anderen gesprochen haben und hier viele andere Segelboote auch durchsegeln, aber man weiß es nie und wir haben auch ein mulmiges Gefühl im Bauch. Wir werden es erst erfahren, wenn wir wirklich lossegeln und da durchsegeln. Deswegen jetzt Anker hoch und los geht's. Hier hinter mir seht ihr ein paar andere Segelboote. Für uns mittlerweile ein seltener Anblick, so viele andere Boote zu sehen. Und hier ist es auch nur so, weil alle die gleiche Route ungefähr vor sich haben. All die Boote, die ihr da seht, es sind noch 8 Stück, wollen auch ins Rote Meer. Und es waren die letzten Tage sogar noch mehr. Also einige sind schon abgelegt, wir machen es ihnen jetzt gleich. Und die anderen übrigen 8 werden es uns dann gleich tun in den nächsten Tagen. Heißt, wir sind auf der Route nicht ganz allein. Vielleicht sehen wir mal ein anderes Segelboot, mal schauen. Aber auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass da noch andere Segler draußen sind. Auf geht's. Auf geht's. Ich freue mich richtig auf die Etappe, muss ich sagen. Auch Lust, wieder ein paar Tage auf See zu sein. Ja, ich wusste, ich habe gefilmt. Ich habe auch Bock. Erste Mini-Überquerung. Ich habe Bock auf Segeln und freue mich auch. Was für Mini-Überquerung? 1200 Seemeilen. Vince meinte eben noch, es wäre eine halbe. Große Überquerung, ja. Aber es ist schon eine Überquerung. Große Etappe, kleine Ozeanüberquerung. Zu dritt sind genug Hände an Bord, um die Aufgaben genug zu verteilen. Es geht alles etwas schneller und reibungsloser. Die Segel spannen sich und fangen den Wind auf. Das ist unsere letzte Ozeanüberquerung. Dann haben wir die Ozeanüberquerung alle geschafft von dieser Weltumsegelung. Das ist echt so ein verrückter Gedanke. Wenn ich jetzt zurück überlege an unseren Start vor 4,5 Jahren, wie viel Respekt und Schiss und was das für ein großer Block war, so viele Ozeane zu überqueren und die Atlantiküberquerung alleine. Und jetzt die letzte. Sehr krass. Macht die Geschwindigkeit. Wir sind die ganze Zeit mit über 8 Knoten unterwegs, also geht richtig gut los. Wir haben jetzt schon über 30 Meilen und wir sind seit nicht mal 4 Stunden unterwegs, also richtig gut. Wenn es so weitergeht, wird es eine kurze Überfahrt. Mal schauen. We'll be right back.
Der erste Tag ist schon fast rum. Die Sonne geht gerade unter. Und die Boys sind schon voll im Langfahrtmodus. Tim hier schon mit Buch in der Hand. Habe ich noch nicht geschafft. Paul kämpft ein bisschen mit dem Seegang. Nein. Nicht? Nein. Nicht mehr? Okay. Nicht mehr. Okay, umso besser. Er hat auch sich ein bisschen beruhigt. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so schnell, aber immer noch über 7 Knoten. Es ist ein Traum. Die Nacht ist angebrochen. Wir düsen immer noch mit unseren 7,5 Knoten hier entlang. Sehr cool, kommen echt gut voran. Und geht jetzt in die Nachtwache. Paul hilft uns bereits mit der Nachtwache, auch sehr nice. Es nimmt uns auf jeden Fall viel Stress ab und man schläft einfach doppelt so lang eigentlich. Statt normalerweise 3 Stunden am Stück schlafen wir jetzt 6 Stunden am Stück und das ist schon echt, also das macht die ganze Sache sehr viel leichter. Ich fange jetzt gleich mal an. Ist sehr entspannt draußen. Zwar ein bisschen wellig schon, aber ist lässig. Der 23. Februar, irgendwo auf dem Indischen Ozean. Fernab von Land und Zivilisation. Die Sonne geht auf und ein neuer Tag auf See bricht an. Wie war deine erste Nacht? Anstrengend. Es war laut, gell? Es war ultra laut. Ich habe wirklich schlecht geschlafen. Ja, der Wind war dann zu low, um noch richtig zu segeln. Dann fangen die Segel an zu schlagen. Aber irgendwie ein bisschen erholt oder meinst du es jetzt schlimmer als gestern Abend? So Mitte. Also könnte schlimmer sein, könnte aber auch besser sein. Ja. Ja. Es ist mal wieder soweit. Die Sonne steht oben im Zenit. Es ist bombenheiß. Wir haben kaum Wind, der uns kühlen könnte. Und man überlebt das nur hier im Schatten. Im Schatten von den Segeln vorne. Es ist wirklich unaushaltbar heiß gerade. Und der Wind ist zu schwach, um uns hier zu kühlen. Ist echt schade. Wir sind gestern so gut vorangekommen und jetzt 4 Knoten. Gerade so. Hoffentlich kommt er zurück und wir können wieder düsen. So ist es manchmal. Dann ist man hier und tümpelt vor sich rum und zählt die Minuten und Seemeilen, die man zurücklegt. Das ist echt ein nervenaufreibendes Unterfangen hier. Das kann dann schon ganz schön langweilig werden. Da braucht man viel Geduld. Es scheint so, als wäre der Wind zurück. Zumindest eine kleine Brise haben wir jetzt. Und wir kommen wieder relativ zügig voran mit 5,5 bis 6 Knoten. Und es kühlt auch direkt ab. Hebt die Laune sehr.
zweite Tag auf See. Er neigt sich dem Ende. Unsere letzte Ozeanüberquerung. Es ist nur eine halbe. Aber sie fängt richtig gut an. Bis auf die fast Flaute, die wir heute Vormittag so ein bisschen hatten, kommen wir extrem gut voran. Jetzt wieder fast 8 Knoten im Schnitt hier durch fast wellenloses Wasser. Echt genial. Ja, hat Potenzial, eine richtig schnelle Überfahrt zu werden und eine richtig schöne Überfahrt. Wir genießen es nochmal richtig. Diese langen Etappen sind oft anstrengend, aber auch sehr besonders und sehr schön. Man erlebt hier draußen Sachen, die man nicht erleben würde, wenn man nicht auf so eine lange Zeit auf See begeben würde. Deshalb genießen wir jetzt nochmal diese große Etappe über den halben Indischen Ozean. Ich glaube, es werden ein paar coole Tage und ein paar Überraschungen. Hält das Meer sicher wieder bereit auch. So geht auch der zweite Tag auf See vorbei. Wir sind alle ein bisschen gebraten und ein bisschen durch vom Tag. Aber man ist schon so, ich finde, man ist schon so ein bisschen angekommen jetzt im Alltag. Oder Vince? Ohne Kanne. Ich finde es eigentlich ziemlich entspannt. Das letzte Mal so lange auf See sein, ist schon immer besonders. Was dran? Weiß ich nicht. Ja, doch. Geil. Schicker Yellowfin zum Abend. Perfekt, hätten eh gleich die Angel reingeholt. Fisch noch ausgenommen, jetzt beginnt die Nacht. Heute beginne ich mit der Nachtwache. Wir sind jetzt zu dritt, das macht das Ganze viel entspannter. Wir machen Dreierschichten und rotieren immer durch. Also man hat immer 6 Stunden Schlaf mindestens pro Nacht. Und ja, Nachtwachen sind auf jeden Fall auch was Schönes an diesen langen Etappen. Ich freue mich da echt immer drauf. So ein bisschen die einzige Zeit des Tages eigentlich, wo man Privatsphäre hat, wenn man es so nennen kann, aber man ist hier einfach für mehrere Stunden alleine draußen. Die Gedanken kreisen, man hört Musik, schaut den Sternenhimmel an und wenn die Bedingungen auch noch so sind wie jetzt gerade, wir machen 6 Knoten, es ist super entspannt, die anderen 2 können jetzt auch gleich richtig gut schlafen, sicher. Dann macht die Nachtwache noch mal mehr Spaß. Also dann, gute Nacht! Guten Morgen, wie man hören kann vielleicht, der Motor läuft, wir fahren unter Maschine. Es war einfach nicht auszuhalten heute Nacht. Die Segel haben geschlagen, wir hatten gar keinen Wind und wenn das Boot dann nicht in Fahrt ist, dann schaukelt es hin und her mit der Welle. Jede Welle nimmt einen so richtig mit und es ist unglaublich laut im Boot. Also wenn die Segel lassen dann locker und dann spannen sie sich wieder und dann auf einmal gibt es so einen Schlag und so einen Ruck, der geht durchs ganze Boot und man macht dann kein Auge zu, weil das so unangenehm ist. Dann habe ich irgendwann um, ich glaube, 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens den Motor angemacht und seitdem fahren wir unter Motor und das war dann viel angenehmer und dann konnte man ein bisschen schlafen, auch trotz Motorlärm und trotz diesem Dröhnen, aber lieber dieses gleichmäßige Geräusch als dieses ständige, unregelmäßige Donnern und Schlagen von den Segeln. Das ist doch angenehmer. Ja. Hoffentlich kommt der Wind bald, ey. Hier ist eigentlich guter Wind angesagt, der sehr konstant aus Nord, Nordost kommt. Und der würde uns super mitnehmen nach Socotra. Jetzt muss er mal kommen, ey. Sonst kommen wir hier echt nicht gut voran. Und man schläft so miserabel. Also ich habe miserabel geschlafen. Mal schauen, wie die anderen geschlafen haben. Aber ich habe wirklich so unruhig geschlafen dadurch. Mal schauen. Und wir haben jetzt unter 1000 Seemeilen bis zum Ziel.
Ich glaube, so schnell kam dieser Punkt bei einer Ozeanüberquerung noch nie. Aber ist cool. Jetzt normalerweise rattern nach den 1000 Seemeilen die Seemeilen so runter und es wird einfach schnell weniger. Mal schauen, wie es diesmal wird. Der erste Kontakt mit einem anderen Schiff auf See dieser Überfahrt, ein kleines Fischerboot, 16 Meter lang, ist auf dem AIS eingetragen, aber es fährt gerade direkt auf uns zu, beziehungsweise so ein bisschen vor uns. So noch unter einer Meile entfernt. Ich mache mir jetzt keine Gedanken richtig, aber es ist trotzdem einfach immer ein bisschen komisch, wenn einen andere Boote auf offenem Meer begegnen. Ja. Ist auch nur so ein kleiner Kahn, da können wir echt den Motor anschmeißen und abhauen, wenn was ist, aber trotzdem aufmerksam sein. Im Deutschen den Mahi. Warum haben die denn die selbst? Weiß ich auch nicht. You need water? Ja. Ja. Where are you from? I'm Sri Lanka. Sri Lanka, nice. Nice. Okay. Thank you. You're welcome. So, zum Glück nur ein Fischerboot, so ein Kontakt, den wir schon öfter mal hatten. Sie wollten ein bisschen Wasser haben, sie haben auch mal wieder nach Whisky gefragt und nach Zigaretten. Wir haben ihnen zwei so 5 Liter Wasserkanister rübergeschmissen. Wir wissen nicht genau, warum sie danach gefragt haben, weil das sind 5 Männer, das ist heute schon wieder leer. Also ich hoffe, sie haben noch genug Wasser sonst dabei, aber die waren echt super freundlich, waren aus Sri Lanka. Es sind 700 Seemeilen nach Sri Lanka, das muss man sich mal vorstellen. Ihr habt das Boot ja gerade gesehen, das ist einfach so ein alter, kleiner Fischerkahn. Das halbe Boot ist Tank, die andere Hälfte ist wahrscheinlich Storage, um die ganzen Fische aufzubewahren. Und dann werden die noch irgendwo so ein paar Betten haben, wo sie alle schlafen. Aber das ist ein richtig harter Job und diese Fischer sind meist mehrere Wochen auf See. Kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, was das für ein Leben ist. Aber die waren mega freundlich, haben sich bedankt fürs Wasser und sind jetzt wieder abgedreht und gehen ihrer Wege. Und wir unserer. Außerdem wollten die uns noch so einen richtig fetten Fisch verkaufen. Aber wir haben gestern einen gefangen, also hatten wir kein Interesse. Den hätten wir auch niemals aufessen können, weil das war ein 10 Kilo Ding. Ich habe schon wieder so gestochen geredet. Wir hatten kein Interesse, ey. Was kaufst du nochmal? Heute in Pauls Bordkombüse, Couscous mit Tuna. Geil. Und Zucchini. Zucchini, richtig. Vince, du hältst das Buch falsch rum. Das ist echt unser ewiger Begleiter, der Plastikmüll. Immer und überall. Tja.
Nicht so geil. Einfach ein riesen Geisternetz. Mach die Angel rein. Oh, der Wind könnte einen echt ein bisschen aufregen. Er ist sehr unkonstant und sehr böig tatsächlich. Wir haben die ganze Zeit so zwischen 10 und 5 Knoten. Und wenn wir 5 Knoten haben, dann fangen die Segel an zu schlagen und wir kommen gar nicht mehr voran. Und jetzt haben wir wieder knappe 10 Knoten und jetzt haben wir 6 Knoten Fahrt, also kommen gut voran. Aber vor 2 Minuten sah es ganz anders aus. Er muss jetzt einfach mal so ein bisschen konstant bleiben und dann machen wir hier auch schöne Fahrt. Guten Morgen, wir haben Wind, wir kommen gut voran, es gibt keinen Segelschlagen mehr, also war die Nacht extrem entspannt, sehr gut vorangekommen und gut geschlafen mal, bin doch ein bisschen müde noch, aber das geht heute während dem Tag wieder weg, sehr lässig. Die morgendliche Wäsche ist fällig und bei mir gibt es jetzt ein Müsli zum Frühstück. Wir sind nicht sonderlich schnell, irgendwas hält uns auf, ich glaube wir haben ein bisschen Strömung oder so, aber der Wind ist da, das ist schön. Da der Wind jetzt etwas von hinten kommt, haben wir uns gerade dazu entschlossen, das Oxley-Segel hochzuziehen und die Segel runterzulassen. Könnte sein, dass wir dann ein bisschen besser vorankommen und stabiler im Wasser liegen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ansonsten machen wir es wieder rückgängig. Die Weite des Ozeans breitet sich vor uns aus und die Eria schaukelt sanft auf den Wellen auf und ab. Die Sonne steht hoch am Himmel und ihr Licht glitzert auf die sanften Wellen des Ozeans. Während wir segeln, denken wir an die Abenteuer, die vor uns liegen und die Orte, die wir noch erkunden werden. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir sind bereit, jede Herausforderung anzunehmen. Unser Ziel ist die Heimat, aber der Weg dorthin ist ebenso wichtig wie das Ziel selbst. Jeder Moment ist ein kleines Wunder und ein Teil dessen, wer wir sind. Jetzt, wo der Oxley oben ist, können wir endlich die Plane hier spannen. Da der Baum jetzt nicht mehr in Benutzung ist, jetzt haben wir hier im ganzen Cockpit Schatten. Das macht es viel, viel angenehmer. Was gibt's heute aus der Bordkombüse? Das weiß ich noch nicht. Reis auf jeden Fall. Brokkoli, weil der weg muss. Ich schlafe gerade hier hinten in unserer Hundekoje. Das Bett hier ist eigentlich ziemlich bequem. Ist auch eine neue Matratze drin jetzt und die macht das auf jeden Fall viel, viel besser. Und dadurch, dass man das Bett so neigen kann, kann ich es immer den Winkel anpassen, wie das Boot geneigt ist. Also wenn wir gerade so zur Seite liegen, dann richte ich das Bett so hin und ich liege gerade, was es unglaublich gut macht zum Schlafen. Also ich liege immer gelevelt, das ist echt sehr angenehm. Jetzt gerade aber mit dem Oxley hört man vielleicht hier das Knarzen. Das ist die Rolle, die da oben drüber ist. Und ich glaube, es wird die ganze Nacht so gehen, dass hier das da so quietscht.
Das ist auf jeden Fall sehr nervig. Vielleicht hört man es ja, es ist sehr laut. Curry ist es geworden, wie so oft. Gut. Und so geht ein weiteres Mal die Sonne unter. Wieder ein Tag geschafft. Wieder ein bisschen näher Richtung Socotra. Wir haben über 400 Meilen jetzt schon geschafft. 420 Meilen oder sowas. Kommen also gut voran. Ist vollkommen akzeptabel hier. Und ja, vielleicht haben wir morgen schon Halbzeit. Könnte sein. Wäre cool. Geht echt schnell vorbei, diese kurze Überfahrt. Also. Noch haben wir nicht die Hälfte, aber trotzdem so immer so diese Meilensteine, so ein Viertel, ein Drittel, jetzt haben wir bald morgen vielleicht die Hälfte, so das ging jetzt schon schnell, viel schneller als bei allen anderen Überfahrten. Die Sonne geht wieder einmal dem Horizont entgegen und weist uns den Weg. Auch dieser Tag geht also wieder vorüber und wir sind unserem Ziel ein wenig näher als gestern. Bald kommen wir in das besagte Piratengebiet. An Bord ist die Stimmung aber keinesfalls getrübt. Wir lesen viel, es gibt lecker Essen und die Delfine bleiben unser ständiger Begleiter. Sogar noch einen Thunfisch fangen wir mit unserer Angel. So kann die Etappe doch weitergehen. Es sind noch 250 Seemeilen bis nach Socotra und mit dem Tempo, was wir jetzt gerade hier an den Tag legen, sind es noch zwei volle Tage. Ist nicht mehr weit. Jetzt gerade hier passieren wir die Grenze zu dem Hochrisikogebiet. Also ab hier, alles was kommt, ist ausgeschriebenes Piratengebiet. Und ja, ich habe auch ein bisschen mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Szenarios ausgemalt, was passiert und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie selbst so ein bisschen die Kopfmaschine war am Rattern und ein bisschen, ja, auch zu viele Sorgen gemacht, glaube ich. Ja, aber es ist nun mal ein Hochrisikogebiet, beziehungsweise gab es hier vor mehreren Jahren echt viele Fälle von Piraterie. Und da macht man sich natürlich seine Gedanken. Nichtsdestotrotz, Hochrisikogebiet gibt es erst im nächsten Video. Dieses Video endet jetzt hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Das hilft uns enorm beim Erstellen dieser Videos. Ja, beim nächsten Mal geht's nach Socotra. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir da im nächsten Video ankommen und diese Insel erkunden können. Ich bin auch unglaublich gespannt, was diese Insel zu bieten hat. Ich glaube, es wird unglaublich cool. Es sollte eine so schöne Landschaft sein und nette Menschen. Und ja, ich freue mich einfach richtig drauf. Genau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.